Hallo, ich bin Sepp Eisenrickler, der Gründer, Eigentümer und Geschäftsführer des Reparaturen-Service-Zentrums RUSS. Das RUSS ist seit 22 Jahren das größte unabhängige Reparaturunternehmen für Elektro- und Elektronikgeräte in Wien. Wir haben im Jahr ca. 9000 Reparaturen und kannibalisieren uns quasi selbst durch ein wöchentliches Reparaturcafé. Wir wollen nämlich auch den Leuten helfen, deren Produkte billiger sind, wenn sie sie neu kaufen, als wenn sie bei uns einen Kostenvoranschlag bezahlen müssen. Ich sehe das in erster Linie einmal als einen massiven Beitrag zur Ressourcenschonung und in weiterer Folge dann zum Klimaschutz. Es bleibt uns auch in der Folge gar nichts anderes über, als mit Unterstützung der EU-Ordnungspolitik dafür zu sorgen, dass wir in Zukunft keinen Schrott vorfinden in den großflächigen Elektromärkten, sondern langlebige, reparierbare und reuse-taugliche Produkte. Was uns behindert bei der Reparatur in zunehmendem Maße, ist das immer schlechtere Produktdesign. Hier wird noch einem alten linearen Wirtschaftssystem gefolgt, das heißt auf Englisch Take, Make, Dispose. Da kommt der Gebrauch schon gar nicht mehr vor, weil die Geräte so kurzlebig sind. Und wir unterstützen die zirkuläre Wirtschaftsweise, die ja seit 2015 seitens der EU-Kommission vorgegeben wird. Das Wort lautet Klimaschutz.